Servus Leute, einmal mehr, der Saar. Und manche von euch kennen vielleicht noch meinen grünen Würfel. Und das bedeutet, ich werde den Zufall heute mal wieder entscheiden lassen. Die 1 steht für Chiminis, Insektenriegel. Die 2 für diese Scheiße hier. Die 3 für das Flensburger Pilz. Die 4 für die Harry Potter Jelly Slugs. Bei der 5 werde ich dieses Paket hier öffnen. Und bei der 6 die Dickmanns Berliner probieren. Gut. Ich werde natürlich Thumbnail und Titel dann wieder ändern nach ein paar Tagen, damit die Leute wissen, worauf sie klicken. Aber bis dahin wird es eine Überraschung sein, was ich jetzt rezensiere. 5. Oh, das Paket, okay. Gut, dann öffnen wir mal das Paket. Ich habe es schon ein paar Mal in die Kamera gehalten, bei verschiedenen Gelegenheiten. Und da drin befindet sich etwas, das ich ja schon lange rezensieren wollte. Kann sogar sein, dass es schon abgelaufen ist. Und ich habe schon andere Sorten probiert von dieser Marke. Jedoch diese Sorte noch nicht, weil die gibt es noch nicht so lang bei uns zu kaufen. Gibt es erst seit einer Weile. Und ich dachte damals, ja, das gibt es nur im Internet. Ne? Da habe ich einen 10er-Pack im Internet bestellt. Im Nachhinein sehr dumm von mir. Denn diese, wie heißen die? Salt and Vinegar? Ne, Salt and was? Sweet and Salty Pretzel Pieces. Die habe ich damals noch nie im Laden gesehen. Ne? Dann dachte ich, ich kaufe die mir jetzt. Naja. Und ne, die sind noch nicht abgelaufen. Ich habe die wirklich noch nie probiert und ich mag die anderen Snyder's Pretzel Pieces sehr gern, wie ihr in diesem Video hier sehen könnt. Wobei vor allem die Cheddar Cheese haben es mir angetan. Die Honey and Mustard mag ich nicht so gern und die Jalapeno mag ich zwar, aber ich habe die nicht so oft. Salted Caramel Flavored Sourdough Pretzel Pieces. Sauerteigbrezeln. War bestimmt jemand mit deutschem Hintergrund. Snyder's, also der Name Schneider. Und Brezeln. Ja, und wie macht man diese Dinger? Also die kann man auch selbst machen. Man nimmt einfach Brezeln, zerreißt die in Stücke. Dann kann man die mit Gewürzen noch präparieren. Oder hier eben mit Zucker. Sirupartigem Zeug und so. Kann man alles draufschmieren. Dann kommt das in den Backofen und wird getrocknet. Dann hat man selbst Pretzel Pieces. Mache ich vielleicht mal noch für euch. Aber jetzt werden wir das hier öffnen. Oh, es riecht brutal nach Karamell. Oh, das sind aber komische Stücke. Ziemlich kleine Stücke. Wurde wohl vom Postboten mal wieder richtig schön rumgeschmissen. Und es sind so richtige Zuckerkristalle drauf. Ich muss sagen, es macht mich jetzt nicht mal so an eigentlich. Was ist das? Oder ist das Salz? Eine Salzkristalle? Hm? Schmeckt besser, als es riecht. Der esse ich lieber dieses Werthers echte Popcorn oder so. Schmeckt besser. Hm. Also ich weiß nicht. Oh, das muss ich sehr schlecht benoten. Bei mir schmeckt das nicht. Ich mag das nicht. Es ist ziemlich trocken. Ich weiß nicht. Oder ich habe vielleicht heute einfach keine Lust drauf, aber ich mag das nicht irgendwie. Oh, keine Ahnung, ey. Bin
ein bisschen hin und her gerissen. Jetzt, je länger ich drauf rumkaue, desto besser schmeckt es irgendwie, aber dieses Karamellaroma ist schon sehr künstlich. Jetzt schmeckt es mir irgendwie. Also ich werde jetzt einfach mal gar keine Bewertung abgeben. Ich glaube, meine Zunge ist gerade ein bisschen überfordert damit, dass sie gerade süße Karamellbrezeln isst. Hier oder hier weitere Videos von mir. Macht's gut. Ich werde vielleicht mal wieder was würfeln. Mal sehen, wenn wir Lust haben. Ciao, Leute.